Ja, ich wurde in Deutschland geboren. Ich habe einen deutschen Pass. Ich habe auch einen iranischen Pass. Ich bin also klassisch das, was man früher Doppelstaatler nannte. Das hat damit zu tun, dass man die iranische Staatsbürgerschaft nicht abgeben kann. Ja, also auch wenn man möchte, sobald man iranischen Boden betritt und einen iranischen Vater hat, ist man dort Iraner. Also das liegt gar nicht in meiner Macht zu sagen, ich möchte gar kein Iraner mehr sein. Ich bin Deutscher, aber wenn ich den Iran betrete, bin ich für die iranische Regierung Iraner. Ich finde, dass Krieg ein überholtes Mittel sein sollte im 21. Jahrhundert. Das ist nicht so. Ich selber habe Kinder und ich fände es einfach total spannend, ja. Wenn meine Kinder mich im wehrfähigen Alter, wenn sie da mal reinkommen, fragen würden, Papi, was war nochmal Krieg? Das haben wir, kennen wir gar nicht mehr. Das ist das, was mich antreibt. Dann frage ich mich, was von dem, was heute in den Nachrichten drin steht, ist tatsächlich bewiesen oder ist alles nur voneinander abgeschrieben? Und diese Befürchtung habe ich nicht nur, ich kann es auch beweisen. Es ist alles nur abgeschrieben. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass wenn sie mit politischen Themen, ja, eine andere Meinung bringen, wie die Intendanz das wünscht oder jemand außerhalb der Intendanz, dann konstruiert man einen Beweis und kann sicher sein, dass nie jemand fragt, kann ich das mal sehen? Und jetzt frage ich Sie als Teil der Piraten, weil Sie immer für transparent sind, stört Sie das eigentlich nicht, dass man von einem Berliner Journalisten etwas behaupten kann, nur weil man ihn loswerden möchte und niemand auch von den Piraten nachfragt? Stört Sie das eigentlich nicht? Und wie viel von den Dingen, die wir anderen Menschen vorwerfen, Staatschefs, ist davon geprüft? Wenn man bei mir das schon durchziehen kann, aus irgendwelchen anderen Interessen, die ja vorliegen, was kann man denn auch mit anderen Geschichten machen? Ich bin ein Journalist, der sich auch mit politischen Themen beschäftigt. Okay? Das habe ich immer schon getan, mit den unterschiedlichsten Themen. Und dass ich mich in letzter Zeit verstärkt mit Israel auseinandersetze, ja, und hat unter anderem damit zu tun, dass Hendrik Imbroda mich angegriffen hat. Unter anderem. Denn wenn ich so beschossen werde, dann ist das für mich, ich bin da praktisch eine Art Bluthund, ja, als Journalist dann quasi, dann sage ich, wenn man mich so stark davon abhalten möchte, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann wird dieses Thema erst recht interessant. Weil ich lasse mir von niemandem von außen sagen, zu welchen Themen ich etwas machen kann und zu welchen Themen ich nichts machen kann. Ich meine, ich habe auch etwas über Geldpolitik gemacht, ich habe auch etwas zu 9/11 gemacht, ich habe etwas zu Uranmunition gemacht, ich habe zu allen möglichen Themen habe ich Dinge getan. Aber ich bin nie so massiv beschossen worden, wie als ich gesagt habe, als ich mich zum Thema Israel und Nahostpolitik und US-amerikanischer Politik geäußert habe. Was ist denn, man soll mir doch jetzt mal sagen in diesem Beitrag, was an diesem Beitrag falsch ist. Das ist ja nicht eine Meinung, die ich drin sage. Das sind ja alles gut recherchierte Dinge, denn ich lese ja die ganzen Bücher meiner ganzen ausländischen Kollegen und fasse das praktisch nur zusammen, übersetze das praktisch nur. Und viele, die sich mit Israel beschäftigt haben, um bei Israel zu bleiben, es ist überhaupt nicht mein Kernthema, es langweilt mich eigentlich ein bisschen, ja. Dass ich, ob ich Ilan Pape nehme oder wie auch immer, der irgendwas sagt zur Besatzungspolitik, ja, dem wird in Anschluss vorgeworfen, er wäre antisemitisch. Es ist einfach absurd. Ich gehe da wie ein Historiker vor, ja. Und einem Historiker ist erstmal egal, wie die anderen das Ergebnis finden. Sie graben die Historiker, legen die Fakten auf den Tisch und wenn jemand damit überhaupt nicht zurechtkommt, habe ich ja kein Problem, dann widerlege die Fakten. Du kannst doch nicht den Überbringer der Botschaft als irgendwas bezeichnen, weil dir die Botschaft nicht gefällt. Was ist denn heute Hetzpropaganda? Wissen Sie, ich bin Journalist und ich habe eine sehr wache Antenne für Rassismus. Dagegen bin ich total allergisch und mir ist das egal, wer gegen wen rassistisch ist. Es gibt keinen guten und schlechten Rassismus oder weniger schlechten Rassismus und etwas besseren. Es ist Rassismus. Rassismus ist etwas, was man Menschen für etwas ablehnt, wie sie auf die Welt gekommen sind. Okay, also. Wenn ich heute in der Zeitung lese, dass Barack Obama Syrien mit einem Militärschlag droht, dann bedeutet das faktisch, ein Friedensnobelpreisträger droht mit Krieg. Allein diese Schlagzeile macht mich sehr nachdenklich. Wir sind von Hetzpropaganda umgeben. Bei Chemiewaffen zum Beispiel, lassen Sie uns aktuell bleiben. Was sind denn die richtigen Hände bei Chemiewaffen? Gibt es richtige Hände bei Chemiewaffen? Wo würde ich sagen, also der Assad, das sind die falschen Hände, aber wenn er Chemie, das wären die richtigen, er dürfte sie einsetzen, alle sagen, das ist in Ordnung. Und das ist alles. Heute erleben wir etwas, und da bin ich ein typisches Beispiel dafür. Ich habe Probleme damit, dass ständig gegen Religionen, Weltreligionen und Länder gehetzt wird. Und ich werde ständig gebürstet, ich möge doch für Krieg sein. Und ich bin gegen Krieg. Israelische Jugendliche, Araber, also Palästinenser, fast zu Tode oder fast zu Tode prügeln. Das ist einfach Rassismus. Und wenn ich das jetzt äußere, bin ich jetzt gegen Israel. Es ist Rassismus, okay? Und ich muss diesen Rassismus benennen, egal wo er vorkommt. Ich kann ihn benennen, in jedem anderen Land darf ich ihn benennen. Aber wenn ich ihn benenne, wenn er in Israel stattfindet, dann bin ich sofort Antisemit. Es langweilt mich. Weil wir mitverantwortlich sind für Israel und für Palästina, und müssen wir genau hingesehen und unseren Freunden, und Israel sind unsere Freunde, ich habe viele Israelische, die sagen, hör zu, als guter Freund sage ich dir eins, hier überschreitest du ständig eine Linie, das ist schlecht für dich, hör doch mal auf damit. Aber wenn ich das sage, dann bin ich plötzlich, muss ich mir, ach, du bist wohl jetzt Antisemit. Was wäre ich für ein Freund, wenn ich meinen Freund, wenn ich sehen würde, wie mein Freund absolute Scheiße baut und sagt immer, damit er eine schöne Zeit hat, spreche ich ihn nicht darauf an. Dann bin ich kein Freund, dann bin ich ein Opportunist.
Und das bin ich nicht. Warum muss ich mich verteidigen, dass ich Dinge ausspreche? Ich sage, das ist nicht in Ordnung. Wer heute das anspricht, einen scharfen Kommentar dazu, der wird sofort aus den unterschiedlichsten Ecken, ja, beschossen. Und es heißt immer, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Nicht. Es wird ständig diffamiert, es wird ständig Propaganda betrieben und ich muss ständig unterschreiben, dass jeder arabische Staat, wenn er nicht mein Freund ist, automatisch mein Feind ist. Also, ich muss Syrien doof finden, ich muss den Irak doof finden, ja, ich muss Afghanistan doof finden, Iran muss ich doof finden, das ist gar kein arabischer Staat, aber gleichzeitig, sie ist doch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, oder nicht? Ist das nicht auch ein arabischer Staat? Und was macht denn Saudi-Arabien? Ist das nicht auch ein arabischer Staat? Dieses ständige Messen mit zweierlei Maß ist eine Form der Propaganda, da mache ich nicht mit. Das muss ich heute erklären. Ich mache dort nicht mit. Wenn mir Dinge auffallen, die mir nicht gefallen, dann ist es mein Recht und als meine Pflicht, als Staatsbürger das auszusprechen. Aber als Journalist muss ich es aussprechen. Klären wir mal den Begriff Verschwörungstheorie. Dieser Begriff wird ja gerne benutzt seit dem 11. September. Was ist denn eine Verschwörungstheorie? Ja, das hat Daniele Ganser, ein besagter Historiker aus der Schweiz, ja schon x-mal wiederholt. Eine Verschwörungstheorie ist, da treffen sich mehrere Leute, die planen irgendeinen größeren Anschlag. Das sind also mehrere, nicht einer, mehrere, also eine Verschwörung. So, dann führen sie diese Verschwörung irgendwie durch, es kommt zu einem großen Anschlag, bei dem wir am Ende nicht in jedem Detail erklären können, wie sie es ganz genau gemacht haben. Der 11. September hat viele weiße Flecken. Diese Dinge, die wir nicht wissen, müssen wir theoretisch klären, wie das wohl gewesen sein muss. Da haben wir die Theorie. Wir haben Verschwörung, wir haben Theorie. Das ist also eine Verschwörungstheorie, weil die Täter können wir schlecht noch interviewen, es gibt sie ja nicht mehr. So, das ist eine Verschwörungstheorie. Es gibt für den 11. September eine Verschwörungstheorie, das ist der Commission Report. Das haben viele Leute nicht verstanden. Die glauben, der Commission Report wäre eine Beweisschrift. Nein, es ist eine Verschwörungstheorie. Und wenn jemand eine andere Verschwörungstheorie aufstellt, was ich übrigens gar nicht gemacht habe, in der Schweiz darf man das, an der Universität werden drei verschiedene Versionen gelehrt, die alle auch theoretisch möglich sein könnten. Okay? Zum Beispiel, dass die amerikanische Regierung mehr weiß, als sie zugibt. Das ist nur eine Theorie. Wenn sie das in Deutschland tun, dann sind sie sofort ein Verschwörungstheoretiker. Jeder, der den Commission Report zitiert, ist ein Verschwörungstheoretiker. Und der sagt, das unterschreibe ich, ist ein Verschwörungstheoretiker. Er zitiert eine Verschwörungstheorie. Und das, was ich damit sagen möchte, ist, ständig wird mit Begriffen gearbeitet, wo die benutzen, gar nicht wissen, was das heißt. Die Inkompetenz in den Medien ist heute dermaßen hoch, dass es dem fast den Boden ausschlägt. Nur weil der vor der Kamera steht und eine Primetime-Sendung macht, heißt es ja noch lange nicht, dass der Ahnung hat. Man kann ja auch keine Ahnung haben und Verteidigungsminister sein. Das ist doch heute üblich. Ja, das heißt doch nicht, wenn jemand ein bestimmtes Amt bekleidet, dass der bestimmt Ahnung hat. Oft stellt sich aus, wie ahnungslos der war. Fragen Sie doch mal den aktuellen Verteidigungsminister, was er von seinem Vorgänger hält. Es ist irre. So, wenn es aber ein Journalist mal sagt, dann muss der das dauernd beweisen, was er da behauptet. Ich behaupte überhaupt nichts. Ich behaupte nichts. Ich zitiere aus Büchern von namhaften Kollegen aus benachbarten Ausland. Nur in Deutschland darf man das offensichtlich nicht sagen. Warum eigentlich nicht? Wir haben die Pressefreiheit, okay? Und Pressefreiheit bedeutet im Kern, dass selbst der blödeste Satz, die dämlichste Meinung geäußert werden darf. Das bedeutet Pressefreiheit. Denn, das habe ich so gelernt, in der Demokratie setzt sich ja die bessere Idee durch. Wenn also jemand wie ich scheinbar nur Müll schwafelt, lass ihn doch reden. Aber wenn du ihm dauernd vorwirfst, was er alles falsch macht, dann komm mit sachlichen Argumenten und sag, hier und da stimmt es nicht, was du sagst, weil du behauptest das, das, das und das ist nicht richtig. Hier sind die Gegenbeweise. Zu diesem zionistischen Rassismus, einer von unglaublich vielen Beiträgen, die ich gemacht habe, und es drehen sich nur wenige um Israel, ja? Ich kann doch auch nicht sagen, wenn ich eine Untersuchung mache in Polizeikreisen und die, da stelle fest, dass da Korruption stattfindet, das gefällt mir nicht, also ist das eine Lüge. Wir behaupten einfach, dass die Untersuchenden Lügner sind, weil uns das nicht gefällt, was sie rausgefunden haben. Das liegt hier vor. Wenn euch das nicht gefällt, was ich schreibe, weil es stimmt, dann lest es einfach nicht, dann hört es einfach nicht, dann macht euch die Welt, wie sie euch gefällt, dann macht Pippi Langstrumpf. Aber lasst doch mich in Frieden, das ist doch Quatsch. Das ist einfach absurd, einem politischen Journalisten zu sagen, mir gefällt nicht, was sie sagen. Entschuldigung. Ich kann nichts für die israelische Regierung, ich kann auch nichts für die Politik, die Israel macht. Aber wenn die Politik mir nicht gefällt, habe ich das Recht, das zu sagen. Und als Journalist, der sich damit befasst, muss ich sogar sagen, was ich dort sehe. Aber ich darf immer nur das sagen, was irgendwelchen Menschen in den Kram passt. Dann bin ich embedded. Das ist Propaganda. Dann bin ich einfach ein Reporter, der fürs Militär arbeitet und Propaganda macht. Ich bin aber nicht darüber Propaganda. Ich kann nicht in andere Länder gehen und sagen, da wird gefoltert, da wird gehängt, da gibt es keine Pressefreiheit, da wird Menschenrecht mit Füßen getreten. Und auf israelisch-palästinensischem Gebiet ist das jeden Tag der Fall. Aber das ist was anderes. Nein, das Menschenrecht und die Genfer Konvention ist nicht verhandelbar. Fuck! Und das interessiert mich nicht, welches Land das macht. Nur wenn ein Land das macht, dann prangere ich das an, bis das Land damit aufhört. Das mache ich auch in Saudi-Arabien. Ja? Bin ich anti-amerikanisch, wenn ich sage, was ihr in Guantanamo macht, das ist einfach das Allerletzte. Das hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun.
So, Israel wird als Opfer dargestellt. Israel ist im Nahen Osten eine Atommacht. Das ist erstmal schon kein Opfer. Israel ist ein bis an die Zähne bewaffnetes Land. Warum, wissen wir alle. Aber Israel ist kein wehrloses Land.